25. Januar 1945, also heute vor 70 Jahren, wurde das KZ-Todeslager Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee befreit. 1996 hat der damalige Bundespräsident Roman Herzog dieses Datum zum Gedenktag für die Opfer des NS-Terrors in Deutschland ins Leben gerufen. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat 2005 diesen Tag zum internationalen Gedenktag der Holocaust-Opfer erklärt. Gegen das Vergessen. Dies ist die Botschaft, die für alle Zeit gilt. Es ist ein besonderes Anliegen, die Jugend an unserem Gedenken hier am Mahnmal zu sehen. Denn sie ist die Zukunft unserer Demokratie, die Toleranz allen gegenüber ausübt. Seien sie Christen, Juden, Mohammedaner oder anderer Religionszugehörigkeit. Ich darf Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse Mittelschule West begrüßen. Ich darf Schüler und Schülerinnen des Karl-Spitzweg begrüßen. Ich darf Schüler und Schülerinnen Graf Rasso begrüßen. Und musikalisch wird unsere Gedenkstunde von Ulrich Habersetzer begleitet. Todesrampe. Alles aussteigen, alles liegen lassen. Panik entsteht. Jeder versucht, so viel wie möglich in die Taschen zu stopfen. Die SS-Leute brüllen. Bewegung, ein bisschen Dalli. Noch ein Hemd wird angezogen, noch ein Pullover. Zigaretten, vielleicht als Tauschobjekt. Männer auf dieser Seite, Frauen auf die andere Seite. Schlosser, links. Verwalter, rechts. Arzt, links. Arbeiter, links. Magazineur der Firma Bata, rechts. Es ist unser Bekannter, Büchler aus Bolkowitz. Schreiner, links. Griechischen Zigaretten. Ich gebe ihm welche. Er beantwortet meine Fragen. Die Kinder kommen in den Kindergarten. Männer können ihre Frauen sonntags besuchen. Nur sonntags? Das reicht doch. Es muss wohl reichen. Wir marschieren. Nur Schuhe und Gürtel behalten wir. Sämtliche Haare werden abgeschnitten und abrasiert, wegen der Läuse. Wir werden mit Kuhwachs eingesprüht. Kommen in einen sehr warmen Raum, stufenartig angelegt. Eiskalter Raum, eiskaltes Wasser. 10 Minuten wird das Wasser abgestellt. Handtücher gibt es nicht, dafür Kleidung. Fremde Kleidung. Zivilkleidung mit einem breiten roten Strich auf der Rückenseite der Jacke. Je einen Strich an den Hosenbeinen. Scheint Ölfarbe zu sein. Es gibt eine Jacke, Hose, Unterhose, Hemd und Socken. Mm-hmm.